Herzlich willkommen hier bei Marvin Macht's. Ja Leute, hinter mir seht ihr schon einige große und auch schwere Kartons. Wir testen nämlich in diesem Video ein Balkonkraftwerk. Ja liebe Leute, die Stromkosten steigen und steigen wirklich jährlich. Das ist wirklich krass und ich habe mir gedacht, ich muss dem ein bisschen entgegenwirken und schaue mir deswegen jetzt mal ein Balkonkraftwerk an. Relativ neu ist, dass man auf Balkonkraftwerke keine Mehrwertsteuer mehr bezahlt. Von daher sind sie so ungefähr schon 20% günstiger geworden auf das Anker Solix RS40 habe ich euch noch 12% Rabatt mitgebracht. Den Code und den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch mal anschauen und die Preise abchecken. Also mit der Aufstellmöglichkeit ist das Ganze natürlich ein bisschen teurer. Ihr könnt es auch ohne kaufen und selbst was basteln, je nachdem, wie ihr das anbringen wollt. Das Schöne bei so einem Balkonkraftwerk ist einfach, man muss nicht groß ein Elektriker sein. Also ich bin selbst kein Elektriker und werde in diesem Video einfach mal schauen, schaffe ich das selbst? Kann ich selbst alles anschließen? Es ist im Prinzip eine Plug-and-Play-Lösung. Also von Anker wird alles mitgeliefert, was man benötigt. Mikroinverter und so weiter, alles ist dabei. 600 Watt ist auch aktuell das Höchste, was man genehmigungsfrei quasi verwenden darf. Man muss da nur eine Anmeldung durchführen. Und im Endeffekt ist es so, 600 Watt kann der Mikroinverter, das heißt 600 Watt packt er in eure Steckdose rein. Die beiden Solarpanels haben aber insgesamt 830 Watt Leistung. Also pro Solarpanel haben wir hier 415 Watt. Das bedeutet einfach, dass wir noch einen kleinen Puffer haben, wenn die Sonne mal nicht so richtig scheint oder wenn es ein bisschen bewölkt ist, dann kommen wir eben noch näher an diese 600 Watt ran und im Idealfall schaffen wir halt 600 Watt. Ob wir das schaffen, das erwartet ihr natürlich auch in Teil 2. Denn im nächsten Video schauen wir uns an, wie die App funktioniert und wann sich so ein Solar Balkonkraftwerk amortisiert hat. Das heißt, wie viele Jahre muss das laufen, damit man die Kosten wieder drin hat? Ich würde sagen, fangen wir jetzt mit ein paar allgemeinen Informationen und dem Aufbau an. Neben dem Anker Solix RS40 gibt es dann noch das RS40P. Das sieht meiner Meinung nach optisch natürlich noch mal ein bisschen schicker aus, weil die Solarpanel hier komplett schwarz gehalten sind. Also sieht einfach ein bisschen cleaner, moderner aus, würde ich sagen. Aber technisch gesehen sind sie nur minimal effizienter und wir haben ein bisschen mehr Leistung. Also ihr seht das hier, 2x440 Watt. Das heißt, wir kommen auf 880 Watt. Und in meinem Fall hier bei dem RS40 haben wir eben 2x415 Watt, sodass wir auf 830 Watt kommen. Da seht ihr nochmal, die Effizienz ist hier 21,3% und bei dem anderen haben wir hier eine Effizienz von 25%. Ist natürlich nochmal ein bisschen besser, kostet aber auch 400 Euro mehr. Dementsprechend muss sich natürlich jeder selbst überlegen, ja, die 400 Euro, da braucht man schon mal wahrscheinlich noch ein paar Jährchen, bis man die wieder drin hat, was den Preisunterschied angeht. Von daher, ihr habt trotzdem 600 Watt, das bleibt halt auch bei dem teuren Set. Ich würde euch grundsätzlich erstmal das günstigere empfehlen. Lasst das erstmal ein paar Jahre laufen, schaut, welche Renditen ihr bekommt und später kann man natürlich immer noch mal irgendwann upgraden. Ja, grundsätzlich erstmal ein paar Informationen. Also warum habe ich mich jetzt für das Anker Solix RS40 entschieden? Ganz einfach, ich benutze schon seit sehr, sehr vielen Jahren Anker-Produkte. Die haben ja immer super viele Netzteile, Ladekabel oder auch Powerbanks im Sortiment und da hatte ich noch nie Probleme. Von daher bin ich super begeistert von der Firma Anker, deswegen auch hier das Anker-Produkt. Wir haben in dem Mikroinverter noch WLAN integriert. Das heißt, es gibt auch eine Anker-App, die schauen wir uns im nächsten Video an. Da sehen wir ganz genau aufgelistet, wie viel Strom wir gerade einspeisen in unser Netz. Das ist also wirklich ganz cool, ein schöner Anreiz, einfach, dass man sieht, okay, so viel Strom produziere ich gerade, so viel spare ich im Prinzip, wenn mittags die Sonne komplett scheint. Von daher ist es natürlich ganz nett, dass wir hier dann noch die App haben. Wir haben hier eine IP68 Schutzklasse für die Solarpanels, von daher sollten die auf jeden Fall gut halten. Übrigens, ein Solarpanel 20,5 Kilo, davon haben wir ja zwei Stück, damit wir auf die 830 Watt kommen, plus eben den 600 Watt Mikroinverter. Insgesamt werden 4 Pakete geliefert. Wie der Aufbau ist, das schauen wir uns natürlich gleich nochmal an. Ansonsten pro Panel haben wir hier eine Effizienz von 21,3% und das ist wirklich schon super gut geworden. Wenn man das vergleicht, vor ein paar Jahren die Panels, da hat man die gleiche Größe gehabt und deutlich weniger Leistung gehabt, teilweise 30% weniger Leistung und jetzt bekommt man eben hier super viel aus dieser Größe raus. Anker gibt auch insgesamt 12 Jahre Garantie auf die Solarpanel, von daher denke ich mal, dass das auf jeden Fall halten sollte. Ich habe mich jetzt hier für die Variante mit Montagehalterung entschieden. Da ist das Paket noch zusätzlich drin im Lieferumfang. Ihr könnt mit oder ohne bestellen. Ohne ist es dementsprechend noch mal einiges günstiger. Da müsst ihr natürlich selbst was basteln oder schauen, wie ihr das Ganze hinbekommt. Mit dieser Montagemöglichkeit seid ihr halt sehr flexibel, könnt das in den Garten platzieren, aufs Dach packen und so weiter, am Balkon befestigen. Das schauen wir uns dann jetzt an, würde ich sagen. Also gehen wir zum Aufbau, den seht ihr im Schnelldurchlauf und danach sage ich mal, ob das einfach war oder nicht. So, bevor wir das Ganze jetzt aufbauen, schauen wir einmal in jedes Paket, was denn da drin ist. Wie gesagt, 4 Pakete werden geliefert. In diesem ersten Paket ist einmal hier die Elektronik drin. Als erstes hier das Kabel. Schuko-Stecker, hier die Seite kommt in den Mikroinverter. Hier bei dem Schuko-Stecker ganz super, einfach Plug and Play. Also im Prinzip einfach in die Steckdose stecken am Ende und schon sollte das Ganze funktionieren. Dieses Kabel ist 5 Meter lang, sollte also vielen Leuten schon so reichen und dementsprechend diese Plug-and-Play-Lösung bieten. Dann als nächstes hier der 600 Watt Wechselrichter. Ja, schauen wir mal rein.
Hier ist das gute Stück, sicher verpackt. Schließen wir natürlich auch später an. Wie das Ganze funktioniert, wird hier in der Anleitung nochmal komplett beschrieben. Dies sind zwei Sprachen, einmal auf Deutsch am Anfang und auf Englisch. Das Schöne ist hier ist auch, da steht nochmal alles drin, also hier auch am Anfang. Man muss natürlich einmal checken, ob man das Ganze hier oder ob das erlaubt ist in der Region. Da packe ich euch nochmal Links in die Videobeschreibung. Das muss man nämlich einmal anmelden. Das ist aber im Prinzip ganz einfach gemacht, wo man das anmelden muss und so weiter. Das erfahrt ihr dann unten in der Videobeschreibung. Da einfach nochmal draufklicken. Und ansonsten, ja, ist hier nochmal in der Anleitung alles beschrieben. Ja, die schauen wir uns dann gleich nochmal an, beziehungsweise die werde ich dann benutzen, um das Teil aufzubauen vor der Montage. Und dann gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Die sind auch hier alle beschriftet. Also einmal zum Beispiel die Montage am Balkon, dann die Montage auf einem Dach und so weiter. Dann steht ja auch nochmal, wie das mit der App funktioniert. Die App schauen wir uns ja, wie gesagt, im nächsten Video an, weil da habe ich schon von einigen gehört, das kann ein bisschen kompliziert sein. Da gebe ich euch dann nochmal ein, zwei Tipps, wie das Ganze dann funktioniert. Genau, das ist hier der erste Karton. Und dann haben wir in meinem Fall hier noch drei weitere Pakete. Wie gesagt, das mittlere Paket, das ist optional. Das ist ja die Aufstellmöglichkeit, also die kann man dazu kaufen, muss man aber nicht. Auch sehr groß und schwer das Paket, also da nicht wundern. Und dann hier dementsprechend links und rechts die Panels, die auch jeweils 20,5 Kilo wiegen, von daher auch relativ schwer sind. Das packen wir jetzt mal alles aus und schauen mal, wie das Ganze aufgebaut wird. Mit dabei sind auch hier Sicherheitshinweise, von daher ganz wichtig, lest euch das einmal durch. Ich bin selbst kein Elektriker, ich übernehme also auch keine Haftung. Von daher lest euch das in Ruhe durch und wenn ihr Fragen habt, kontaktiert vielleicht Anker oder einen Experten. So, hier ist dann der Inhalt des Montagesets und ich kann euch sagen, Leute, das sind ganz schön viele Schrauben und Einzelteile. Ja, also da auf jeden Fall unbedingt die Anleitung verwenden, denn hier wird alles mitgeliefert. Das ist schon mal das Schöne, also hier auch ein Schraubendreher, das Werkzeug und so weiter. Verschiedene Schellen, wenn ihr das zum Beispiel am Balkon befestigt, dann hier diese Winkel, damit man es dann am Balkon befestigen kann. Hier so eine Ziehhilfe für den Balkon. Aber wir wollen es ja nicht am Balkon befestigen. Wir machen das, bauen das Gerüst erstmal auf. Deswegen schaut unbedingt in die Anleitung. Aber es wird alles mitgeliefert. Das ist das Schöne. Ihr braucht nichts extra und könnt das vielleicht mit eins oder zwei Personen ganz einfach aufbauen. Wir haben als erstes alle Teile vom Montageset auf einen Tisch gelegt, um dann erstmal die Vorarbeiten zu leisten. Also hier zum Beispiel die Winkel anzuschrauben. Danach können auch schon die Panels ausgepackt werden. Wir haben das aber nacheinander gemacht. Also erstmal ein Panel ausgepackt, hingelegt auf ein Tuch, damit da nichts passiert. Und dann erstmal hier die Schrauben reingedreht und das Gestell befestigt. Im 45-Grad-Winkel alles zusammengeschraubt und am Ende auch schon den 600 Watt Inverter dran geschraubt. Einfach die vier beiliegenden Schrauben reinschrauben und der hält dann auch wirklich bombenfest und sieht auf jeden Fall auch schon mal sehr schick aus. Ja, das Panel konnten wir dann auch direkt schon aufstellen, haben das jetzt erstmal in den Garten hingestellt und den gleichen Schritt jetzt mit dem zweiten Panel wiederholt. Also da auch die Winkel angeschraubt und so weiter. Die beiden Panel stellt ihr dann am besten komplett nebeneinander, dass die gleiche Sonneneinstrahlung bekommen. Bei der Verkabelung könnt ihr wirklich nichts falsch machen, denn die beiliegenden DC-Kabel sind so gefertigt, dass sie nur richtig rum hineingehen. Man hat dann pro Panel zwei Kabel, die dann in den Mikroinverter kommen. Das heißt, vier Kabel kommen insgesamt hinein und dann habt ihr im Prinzip oben nochmal eine LED, die leuchtet rot. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr im nächsten Video. Und dann haben wir noch einen großen DC-Stecker, da packen wir das 5 Meter Kabel rein, was am Ende den Schuko-Anschluss hat. Bevor ihr das in die Steckdose packt, wartet auf jeden Fall. So, die beiden Solarpanels sind jetzt erfolgreich installiert. Es hat am Anfang ein bisschen länger gedauert, also fürs erste ungefähr 30, 40 Minuten gebraucht. Das zweite ging dann deutlich schneller. Beim ersten auch hier und da einen Fehler gemacht, den Winkel erst an die falsche Seite angeschraubt. Da war die Anleitung nicht ganz so eindeutig, aber jetzt steht alles. Im nächsten Video werden wir das Teil dann mal einrichten, mit der App verbinden und schauen, wie der Ertrag so ist. Deswegen jetzt unbedingt den Kanal abonnieren. Wenn ihr Fragen habt zu dem Produkt, die ich im nächsten Video testen soll, dann unbedingt jetzt schon mal alles unten in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.